ah, jetzt kann ich zu weit rausgehen plötzlich, ne? 15 Mal sagst du mir, rutsch weiter dahin, rutsch weiter dahin. Jetzt bewege ich mich einmal. Du musst halt eingrooven. Mhm. Ja. Oddly satisfying things. It's oddly terrifying, was ich höre von Julian. Ich versuche wieder die ganze Folge euch da irgendwie zurechtzurücken. Ich sehe ihn ja auch nicht mal richtig. Ich sehe einfach nur zwei weiße Augen. Wieso? Auf dem Halbschatten. Wieso, Julian? Was denn? So? Du sitzt. Nee, jetzt ist viel. Ach, shit. Ich weiß nicht. Eine weitere One Football Tierlist, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen. Ihr fragt euch, warum wir so seltsam sitzen. Das hat Julian sich gewünscht. Dabei ist mir die Flasche runtergefallen. Viele von euch fragen ja, wie Julian aussieht. Mein erster Hinweis ist: Mischung aus Sigmar Gabriel und Giga Chat. Da könnte ich mal überlegen, wie das aussehen könnte. So, jetzt wir ranken Logos der Bundesliga. Alle 18 in einem Video. Ich bin auch bei Sigmar Gabriel. Ach, und gute Christoph. Schön. Ja, hallo. Ich bin auch da. Grüße. Ja, aber findest du nicht, dass es schon ein bisschen Sigmar Gabrieligkeit bei ihm zu erkennen ist? Wie kommst du denn auf Sigmar Gabriel? Alle, aber nicht Sigmar Gabriel. Ich finde, er hat so ein bisschen Cem Özdemir auch in sich. Ja? Ja. Ich finde Kurt Beck, aber vom Mindset eher. Yes. Hat einen typischen Kurt Beck-Mindset in meiner Meinung. Ja, ja. Okay. Ja, Bundesliga-Logos. Hey, schöne Idee von euch. Mhm. Und natürlich geht es darum, bei Bundesliga-Logos ja vollkommen klar, wie schön wir die finden. Das heißt zuallererst mal, das ist natürlich eine komplett subjektive Liste. Ja, und vor allem kann man uns hier nicht vorwerfen, die Liste sei wild oder irgendwie sowas. Wir sind komplett entschuldigt. Das ist komplett der eigene Geschmack. Könnt nichts machen. Ihr könnt euer Ranking unten reinpacken oder eure Einteilung. Aber wir könnten nichts gegen unsere sagen. Das ist ganz schön. Was wir uns überlegt haben ist, wie ranken wir das? Und da haben wir uns überlegt, wenn die jetzt schön sind, angenehm anzusehen, dann sind die ja, wenn man so will, oddly satisfying. Ja. Und deshalb haben wir uns ein paar Sachen überlegt. Und zwar... Also, oddly... Soll ich oben anfangen? Fang oben an. Beste... Oddly satisfying. Das ist wirklich einer der schönsten Dinge, finde ich. Und zwar vor allem ist es, wenn man sich neu, wenn man einen neuen Bildschirm zum Beispiel ausgepackt hat. Ein iPad, weiß ich gar nicht, ist auf dem iPad noch eine Folie? Daumen nach oben von Julian. Aber ich habe mir nach 12 Jahren mal einen neuen Fernseher jetzt letztes Jahr gekauft. Und das ist halt wirklich, da ist eine Folie. Letzten Monat eher, letztes Jahr, oder? Ja, wahrscheinlich. Ist noch nicht so lange her. Aber auf jeden Fall, da hast du eine riesige Folie. Und die abzuziehen, die sind so geil angebracht. Das ist so ein befriedigend. Ordentlich einen wegfoliert. Das ist so befriedigend, das abzuziehen. Das ist das oberste Bildschirmfolie, haben wir es mal genannt. Ist auch auf anderen Gegenständen drauf, so auf neuen, aber ist ich habe auch einen neuen Fernseher vor kurzer Zeit bekommen und konnte auch dasselbe und war geil? Phänomen genießen. Ja, na klar, macht Bock. Meine Mutter übrigens lässt immer diese Folie auf den Dingern drauf. Und dann komme ich und sie hat was Neues und ich so... Wieso ist denn da die Folie? Ja, damit es nicht kaputt geht. Ja, meine Freundin hat eine Schutzfolie auf ihr iPad selber drauf gemacht und da sind Blasen drunter. Oh nein. Ich bin am Limit. Ich bin jedes Mal am Limit, wenn ich dieses iPad anfasse. Deswegen mache ich auch keine Schutzfolien auf mein Telefon oder aufs iPad oder so rauf, weil es nie geil ist. Ich mache ja nie irgendwas an meinem Handy dran und deswegen ist es super regelmäßig kaputt, aber mein Handy. Das ist bei dir nicht der Fall. Nein, meins fällt fast nie runter und wenn, dann tut sich nichts. Ein paar kleine Kratzer. Mir passieren ja wirklich solche Sachen wie, es fällt mir aus der Hand und ich will es mit dem Fuß retten und drehe es in die Wand rein. So, das passiert. Ja? Kanisares-Style. Ja, genau. Der hat sich aber die Achillessehne gerissen, glaube ich. Weil er geschnitten sogar. So ein Parfüm-Bottle ist runtergefallen. In der Dusche. Und er, zack, mit dem Fuß. So ist es. Deswegen hat er, glaube ich, das Champions League-Finale. Nee, WM, glaube ich. WM. Ja, eine WM 2002 müsste es gewesen sein. Bildschirmfolie ist oberste Tier. Ja. Zweitoberste Tier. Soap Cutting, Seifenschneiden, Freunde. Ja, wenn ihr das noch nicht kennt, gerne mal angucken. Das sind so Leute, die schlitzen so eine Seife ein und dann schneiden die das ab und dann rieselt es da so in Vierecken runter. Das ist wunderschön für mich. Kannte ich bis eben nicht, bis du mir davon erzählt hast. Ja. Deswegen auch nur ein zweitunterstes, weil bei mir regt sich nicht so viel. Ja. Kinetic Sand kann ich empfehlen. Ja, finde ich overrated. Kinetic Sand overrated, verliert im 1 gegen 1 gegen Soap Cutting. Mhm. Was haben wir in der Mitte? Grüne Welle. Grüne Welle für alle Verkehrsteilnehmer, ja, aber auch für mich als Fahrradfahrer. Wenn du siehst vor allem, wir haben vorhin darüber gesprochen, wenn du siehst, eine Ampel ist rot und du denkst schon, du musst jetzt Gas rausnehmen und dann springt sie auf grün und kannst einfach so weiterfahren. Julian hat ja gesagt, er hat ja diese Schuhe mit den Rollen hier hinten drin. Und er hat auch gemeint, wenn da einfach mal, wenn es da mal grün durchläuft, das ist das Beste, was es gibt, wenn er da auf seinen Clippies so fährt. Gibt's die noch? Gibt's wieder wahrscheinlich, ich würde sagen. Also bei uns, in meinem letzten Schuljahr hatte das auf jeden Fall ein Mädel, also in der Oberstufe, Abi, und ist auf jeden Fall in der Schule rumgecruised. Durfte ich nicht, ich musste mit meiner Mutter quatschen, die mit Licht hinten in der Hacke zu bekommen. Das war ja noch früher, also keine Ahnung, ich durfte nie irgendwelche, ich hatte nie fancy Schuhe. Ich hatte irgendwann mal so, wie hießen die, Camel oder sowas, und die hatten dann so, die hatten eine Tasche in der Zunge, und das war irgendwie das höchste der Gefühle. Camel Toe. Wie hießen die Camel?
Schneiden wir raus. Zweituntersten Tier, Bierdeckel-Fail. Da haben wir verschiedene Schmerzpunkte mit an einer ähnlichen Funktionalität festgemacht. Ich bin da gar nicht so, lustigerweise, ich bin da nicht der Monk, sondern du in dem Fall. Bierdeckel ist aber falsch eigentlich, weil Bierdeckel sind ja die, die du drunter hast. Zum Draufstellen. Und da hast du nämlich gesagt, du hast einen Kumpel, bei dem, wenn das Bier nicht ploppt beim Aufmachen. Ja, ehemaliger Mitbewohner, egal wie. Schüttelt er weg. Ja, das kann er nicht machen. Na, ich hab's dann getrunken. Wenn bei dem ein Bier nicht ploppt, also gerade diese, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die, wie hießen die? Henkel. Ja, das ist ja mein Painpoint auch. Die mit dem Henkel-Ding. Flensburger, Grolsch. Also, wir sollten ja keine Werbung machen. Die habe ich nicht genannt. Wenn man die ploppt. Und dann machen die nur so ein erbärmliches Zischen oder gar nichts. Ja. Da flippe ich aus. Da aber trinkst du es dann noch? Ja. Und das war bei den Mitbewohnern und auch bei den normalen Kronkorken. Wenn die nicht floppen, hat er mir direkt gegeben. Frech. Nee, habe ich kein großes Problem mit. Und womit ich allerdings ein großes Problem habe, ist das Gegenteil von der Bildschirmfolie. Und zwar, wenn du irgendwo, meistens auf neuen Dingern, Aufkleber drauf hast, die ab müssen. Und dann reißen die. Ja, Ausraster. Wenn die nicht richtig abgehen, wenn die so richtig festkleben. Und du, kennst du die, die so in ganz kleinen Stücken abkriemeln? Ich hasse es. Warum? Da flippe ich aus. Ich flippe da aus. Und da hat jemand seinen Job nicht richtig gemacht. Erfinde etwas, wo du es einfach abziehen kannst. Sehe ich auch so. Wenn, was mich zum Beispiel auch übrigens übertrieben aufregt, hätte mir früher einfallen sollen, wenn du hier Klebeband nimmst und dann reißt es so in so einer... In ein... Dicker, was ist dein scheiß Problem? Geht auch bei Tesafilmen. Ja, aber das ist wirklich dafür designt, dass du es in einem Ding abziehst und dann reißt es. Das ist eine dermaßen eine Beleidigung. Das ist ins Gesicht gespuckt, finde ich. Es gibt viele Dinge, gerade so in so Alltagssituationen, wo man sich fragt, wer das erfunden hat, hat seinen Job nicht ordentlich gemacht. Und so geht es auch beim ersten Logo. Nein, vielleicht nicht. Wir gucken rein, wir fangen an, wir ranken Bundesliga-Logos. Präsentiert von Julian. Erstes Logo ist der FCA, der FC Augsburg. Ja. Wir sehen viel Rot, wir sehen viel Weiß, wir sehen etwas Grün, gegründet in 1907 und mit einem Sexspielzeug in der Mitte. Ich wollte gerade sagen, hat ein bisschen eine phallusartige Erscheinung, Erscheinungsbild, was da in der Mitte prangt. Erinnert mich an, ein Plug wäre jetzt mal das Wort, was ich da jetzt einfach mal benutze. Und jetzt hören wir auf mit dem Thema. Ja. Du meinst ein Earplug. Ein Earplug, den meinte ich. Ja, das ist ein Logo. Das kann man sich wirklich gut ins Ohr stecken. Das ist aber aus dem Stadtwappen von Augsburg. Und was ist es? Ein Earplug. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe nur gegengecheckt. Es ist aus dem Wappen von... Das ist der Stöpsel der Augsburger Puppenkiste. Also das muss ja irgendwas, wieder zu. Das muss ja irgendwas irgendwas Baumartiges sein. Ja, würde ich schon auch sagen. Das ist in der Mitte... Mit Fuggerstädtern zu tun. Mit den Fuggerern. Fugger. Bestimmt. Drüber haben wir FCA in einer sehr generischen Schrift. Ich wurde ja hier schon als Pedant beschimpft, wenn es um Design geht. Mm. Ich bin da wirklich kleinlich, muss ich sagen. Und ich bin auch überrascht, wie viele oder wie wenig Wert bei gefühlt, wie hässlich manche Logos sind aus der Bundesliga. Das war schon erschreckend. So, was machen wir aus dem Logo? Gefällt es dir? Ich finde es nicht komplett schlimm. Mhm. Aber ich finde es auch nicht super toll. Mhm. Und ich glaube, ich gehe direkt mit dem ersten in die Mitte. Mhm. Das ist eine grüne Welle für mich. Die dürfen damit weiterfahren quasi. Ich kann nicht so viel damit anfangen. Ich finde es aber ganz schön. Regt dich das auf, dass das A größer ist? Als das ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Ich finde es aber ganz schön, dass sie die Farben dann nochmal, die drei verschiedenen, nochmal oben mit wieder eingebunden haben. Unten drunter steht ja übrigens noch die Gründung, das Gründungsjahr in zwei verschiedenen Farben. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich kann halt aber grundsätzlich nicht viel damit anfangen. Es erreicht mich nicht emotional, deswegen gehe ich mit dir in die Mitte. Mich erreicht gerade die Nachricht, dass Max Kirchi einen 4-Absätze-Kommentar drunter geschrieben hat, der uns das Logo erklärt. Vielen Dank an der Stelle. Wir werden einige Hassnachrichten bekommen, vor allem dann bei den Logos, die wirklich nach unten gehen. Grüne Welle. Grüne Welle ist ein Riesenstichwort für das nächste Logo. Absolut, das ist sehr viel grün. Das ist Greuther Spielvereinigung Fürth. Und wir haben beide mit Erstaunen festgestellt heute, dass sie gar keine Buchstaben mehr im Logo haben. Das ist einfach nur das Kleeblatt. Nee, jedenfalls laut der Bundesliga-Seite offiziell. Für mich war es nicht überraschend, weil für Leute, die Videos machen, wo Logos beinhaltet sind, die haben schon sehr viel Kontakt mit diesen Logos gehabt. Nee, das ist Quatsch, das mache ich nicht. Größer und kleiner und du musstest die ja nicht größer und kleiner machen und raussuchen, welches das Richtige ist. Ja, die haben nur noch ein Kleeblatt und was mich am meisten stört oder ich meine kann große... Grad, dass es leicht nach links verschoben ist. Das ist doch wirklich ein ganz bisschen zu weit links, oder nicht? Das ist nicht zentriert.
Also zumindest auf dem... Also wahrscheinlich ist es jetzt so, das ist bei unserem, was wir jetzt hier haben. Ja, du hast es doch von der Bundesliga. Das sind Screenshots von bundesliga.de. Oh ja, das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Das werde ich jetzt nie wieder nicht sehen können. Ja. Was mich... Ich hinterfrage am meisten, was bringt dir ein dreiblättriges Kleeblatt? Ja, also, gut. Das ist dann mach doch vier, dann hast du irgendwie noch eine Message dabei. Das ist noch irgendwie ein Symbol, was für etwas steht. Ein dreiblättriges Kleeblatt steht für... Keine Ahnung. Das ist ehrlich gesagt ein ganz schönes Lappenlogo, wenn ich mir das länger angucke. Es ist sehr, sehr unspektakulär, weil das ist ja wirklich einfach nur, auch hier wieder bei Google, PNG-Kleeblatt. Digga, das könnte doch 1:1, du machst es ja nicht, aber ich spiele FM, ohne mir die Logopacks zu laden. Ja. Das sieht doch so aus, als wäre es 1:1 daraus. Das kann, ja, das ist so wie so ein lizenzfreies Logo. Ja. Nee, also es tut mir wirklich leid, aber ich gehe ganz nach unten direkt. Und zwar ist ganz unten natürlich der gerissene Sticker. Das ist ein gerissener Sticker für mich schon. Eigentlich wollte ich mit Fürth nicht ganz nach unten gehen, aber seit du mich darauf hingewiesen hast, dass es nicht richtig zentriert ist, und da, also wer mich kennt, weiß, das geht natürlich gar nicht, geht es auch ganz nach unten. Außerdem fühlen sie sich ganz unten wohl. Ne? Das kennen sie. Also sie hätten ein viertes Blatt gebraucht. Ja, dann, ja, dann wäre es auch im übertragenen Sinne, ja, auch für die laufende Saison. Also, nee, das ist nichts. Das ist nichts. Weiter geht's mit Hertha BSC. Die sind ja, glaube ich, 2012, 13 so um den Dreh diesen Ring losgeworden. Fand ich übrigens gar nicht schlecht mit Ring. Ich finde, das ist ein super Logo ohne Ring. Ich mag das Logo wirklich gerne. Mhm. Ich mag das Logo einfach gerne und ich kann und will gar nicht groß weiter erklären, warum. Das fühlt sich OG an für mich. Dieser Verein wurde ja auf einem Boot gegründet oder nach einem Boot benannt. Das heißt, ja. Das passt auch ganz gut. Und für mich ist das Hertha-Logo, ich sag's direkt, es geht ins zweithöchste Tier, das ist ein Seifenschneider für mich. Hertha BSC, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ja, das mit dem Boot hatte ich gar, also mit der Gründung schon, aber das hatte ich gar nicht jetzt in Bezug auf das Fähnchen genommen. Mhm. Ich finde halt geil, dass es wirklich mal was anderes ist, dass eine andere Form ist, dass es in einen Gegenstand reingearbeitet wurde. Da sind die Farben drin, da ist der Name drin, das ist eine Fahne. Es ist eigentlich ganz schön. Ich hatte eigentlich mit der Mitte, glaube ich, geplant, aber jetzt mit dem Bootaspekt hast du mich doch eins höher gequatscht. Es reicht nicht für ganz oben, da sind wir uns einig, oder? Bist du nicht nach ganz oben gegangen? Nee, ich bin im zweithöchsten, ich bin in Seife schneiden. Nee, dann bleib ich in der Mitte, weil ich bin nicht so krass angetan wie du. Okay. Deswegen muss ich eins drunter gehen. Ich pack's in die grüne Welle. Grüne Welle. Hertha BSC fährt weiter. Der BVB. Simpel, schlicht, schwarz und gelb. Ich mache es kurz. Ich gehe auch hier in die grüne Welle. Mhm. Ich bin ein großer Fan von der Farbkombination gelb und schwarz tatsächlich. Ich nicht. Ja. Ich finde, das ist in... hier. Übrigens meistens sehr gut. Stimmt, da sieht es sehr gut aus. Das ist ein schöneres Gelb. Grundsätzlich Gelb und Schwarz macht sich in ganz vielen Dingen richtig gut, aber das ist mir, um es höher zu ranken, es hat halt eine gewisse Tradition, aber ich versuche, das meiste auszuklammern und nur aufs Design zu gucken. Und dafür ist es halt, sind drei Buchstaben und zwei Zahlen. Ja, und weil das so schlecht ist, ich finde das richtig gut. Ich überlege, ganz nach oben zu gehen. Du? Ich muss jetzt mal mir das Hertha-Logo anschauen im Verhältnis. Ob ich das. Findest du das BVB-Logo wirklich? Also, ich finde es super, ich finde halt, die haben da mal vor schon ein bisschen längerer Zeit was richtig gemacht und können sich erlauben, dabei zu bleiben. Und das gefällt mir einfach. Mhm. Außer man arbeitet bei Puma und denkt sich, wir machen heute mal ohne Logo. Wir machen einfach mal Schriftzug daraus. Nee, naja. Ich geh in die Mitte. Ich finde es auf eine andere Art und Weise ähnlich ästhetisch wie das Hertha-Logo. Quasi das Gegenteil. Hertha ist ausgefallen und das ist simpel, aber beides haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich nehme dieselbe Argumentation und gehe deswegen auch hier aber ins Seifenschneiden mit dem BVB. Dieter Seifenschneider. Wer war Dieter Schatzschneider? Ich habe keinen Schimmer. Mann, wieso fällt mir das nicht ein? Ich kenne nur Bernd den Anschneider-Schneider. Ich nicht. Wer ist das? Bernd Schneider, aber wir haben ihm den Spitznamen den Anschneider gegeben. Anschneider, Schnicks. Über den mal gesagt worden ist von einem brasilianischen Mitspieler, er könnte in der Seleção spielen. Mhm. Ja. Entweder Franzer oder... Der zweite weiße Brasilianer. Ja. Ansgar Brinkmann hat das über sich selber aber nur gesagt. Der war auch so weit weg davon. Egal. Union Berlin. Mhm. Wieder mal rot und weiß. Union. Und gelb. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, aber damit du mich nicht vom Pfad abbringst, das geht bei mir ganz nach unten. Ja. Warum? Aus vielen Gründen. Ich finde es wirklich ästhetisch grenzwertig, ist hart, aber das ist wirklich, ich finde das so schlimm. Ich mag nicht, dass es länglich ist, dass es nicht gut passt. Ich mag keine länglichen Logos, so, das schon zum Ersten. Dann, tatsächlich hat Julian in einer Oddly
Terrifying-Liste Folgendes gefunden, wenn Schrift wie Italic, also schräg aussieht, aber in die falsche Richtung. Und das ist Italic, aber in die falsche Richtung. Dann das Ding beim C, das soll ein Ball sein. Mm. Was sind diese schwarzen Striche, die man da sieht? Das ist halt so ein ganz klassischer Fußball, ne? Ja, der... Sieht halt heute aus wie ein Volleyball. Das sieht halt aus wie so ein Weidekorb, mit dem die Mütter im Prenzlauer Berg über den Markt gehen. Der Bär, wegen Berlin, klar. Aber dann hat der Bär auch noch mal so einen Strich da. Also da ist, da stimmt vieles nicht. Außerdem mag ich die Schrift überhaupt nicht. Das langgezogene F. Wenn man das Logo umdreht, wenn man das Logo umdreht und von links nach rechts steht da 9. Und das, glaube ich, tritt's bei dir ganz gut. Nein. Siehst du's? 9. 9. 9 gefällt mir gar nicht. 9, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. 9. Es erinnert mich immer sehr an ein Eishockey-Logo. Ich glaube, es war Düsseldorf früher. Weißt du, woran es mich erinnert? Und jetzt werden Leute wieder sagen, dass ich irgendwie, dass bei mir kognitiv irgendwas nicht mehr ganz zusammenpasst. Aber das kann durchaus sein. Das würde sonst niemand behaupten. Das sieht 1:1 aus wie Need for Speed-Logo. Dieses langgezogene Need for Speed Underground, das sieht für mich genauso aus. Ja, aber halt 1000-mal geiler als das. Also ich kann es nicht ganz so schlimm. Ich pack's ganz nach unten. Ganz nach unten, das heißt, das ist gerissener Sticker? Das ist fast ein gerissener Finger. Das ist für mich ein Bierdeckel-Fail. Mhm. Ja, zweitunterstes. Bierdeckel-Problem ist da für mich, glaube ich, am Start. Liebe Unioner, ich will euch nicht ärgern. Ja, das sollte man vielleicht vorher sagen. Okay, was haben wir denn hier? Das ist die Eintracht aus Frankfurt. Ja, ist für mich höchstes Tier. Muss ich jetzt auch nicht. Weißt du, warum soll ich die Leute jetzt quälen, wieder über Eintracht reden? Für mich höchstes Tier. Schön, dass du es sagst. So, wir wollen euch nicht ärgern. Ich habe wirklich versucht, meine Gefühle zu den Vereinen komplett auszuklammern. Und das ist das Praktische, dass ich von keinem dieser Vereine irgendwie Fan bin. Das hilft. Das hilft besonders. Aber jetzt mal ganz davon abgesehen, dass du Eintracht-Fan bist, das ist ein geiles Logo. Das ist der Adler, der sieht schick aus, der ist nicht irgendwie... Es gibt hässliche Adler in manchen Logos. Das ist ein schicker Adler, dann hat er noch das E auf der Brust. Das E wird auch gerade übrigens immer mehr benutzt jetzt auf so Merchandise, dass man das E mal rausgezogen hat und quasi als Symbol benutzt. Da weiß ich jetzt noch nicht, was ich davon halte. Ja, kann ich verstehen. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich alte Logos von der Eintracht fast noch geiler fand. Ja, gab ja wir haben darüber gesprochen, mit dem schwarzen Adler und Eintracht einfach in Rot, beziehungsweise mit einem roten Balken drauf. Dieses 90er-Jahre-legendäre Logo. Das fand ich schon geiler. Trotzdem geht die Eintracht bei mir ganz nach oben. Ich kann nicht drum rumreden. Das ist ein geiles Logo. Es ist ein super Logo und das ist... Und der Adler zieht sich auch schon durch seit Ewigkeiten. Es passt. Es ist einfach, es ist rund. Die Geschichte funktioniert. Übrigens muss man dazu sagen, mir kann auch keiner was, weil ich bin ja unter Schmerzmittel hier heute. Und Nudeln vielleicht. Ein bisschen. Dope. Christoph ist also, roided up, wie man sagt. Falls ich nuschle, ich habe noch Fäden im Mund. Mhm. 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 Weil Julian in die Zähne gezogen hat. Am Freitag. Ja. Hobbymäßig. Deutschlands bester Hobbyzahnarzt, sagen viele über Julian auch. So, weiter geht's mit dem VfB aus Stuttgart. Deutschlands bestes Hobbylogo. Deutschlands bestes Hobbylogo. Sieht schon immer genauso aus in meinem Kopf. Ich habe mal nachgeguckt, es gab ein paar Veränderungen. Irgendwann kamen diese Hirschgeweihe sind das tatsächlich. Ach, Hirschgeweihe, gar keine Fischgräten. Nee, es soll... Aber ganz im Ernst, das gemacht hat, obwohl in seinem Leben wenig Hirsche gesehen. Also es hat auf jeden Fall was mit einem Hirsch zu tun. Ich sag mal, damit du, wenn du irgendwas aus dem Hirsch haben willst, das diese Form hat, dann wird es mit Geweih nicht funktionieren. Ich glaube, dafür musst du den Wirbelsäule- und Rippencage nehmen, weil sonst kriegst du diese Form doch nicht. Das ist doch kein Geweih. Ja, vielleicht, weil irgendwas vom Hirsch ist es. Jetzt nagel mich nicht darauf fest, wenn ich was vom Hirsch will. Dann ich ist sage, es ist, Ricken, es ist halbe Wirbelsäule und vier Rippen. Das ist meine Erklärung. Du redest das schlecht. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Logo. Ich rede das Logo gar nicht schlecht. Ich sage nur, das sind keine Hirschgeweihe. Macht euch nicht vor, dass es Hirschgeweihe sind. Irgendwas vom Hirsch, sagen wir. Das ist ein Widerhaken. Oben diese altdeutsche Schrift in irgendeiner Form. Das hat tatsächlich ein Ex-Spieler und Kunstsammler von Stuttgart mal kreiert und das wird durchgezogen. Und ich habe irgendwie so einen Hang zu dieser Schrift, auch wenn die auch manchmal in andere Ecken von anderen Gesellschaftsgruppen benutzt wird, was ich sehr schade finde. Ich finde den Schriftzug schön. Was sagst du? Gib mir eine Tier, komm. Oh, schwierig. Ich kann nicht ganz nach oben gehen, glaube ich. Ich gehe ins zweitoberstes, auch noch mit Gelb und Schwarz noch wieder mit dabei. Ich gehe ins zweitoberstes, ich gehe in die Soap-Cutting-Tier. Ich glaube, ich gehe mit. Ja? Ja, ich glaube, ich gehe mit. Soap-Cutting ist gut. Ja, doch, ist Soap-Cutting. Wir machen weiter in Freiburg mit dem toten Vogel oben links. Oder was ist das? Es ist ein Greif.
Es gibt keine Greife Freiburg. Und auch hier kommt das Logo. Was ist Greif? Halb Vogel, halb Adler, halb Löwe ist doch Greif, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, glaub schon. Wir haben schon mal über den Greif gesprochen. Ja, beim Trikot, weil da hatten die doch dieses Trikot, was aussah wie ein Steak, und da haben die auch gesagt, das ist der Greif. Das sind die Greifspuren, stimmt. Ja. Und das ist jetzt ein Greif, sie haben ihn aber aus dem Logo von Baden-Württemberg entnommen. Das wird nämlich gehalten von einem Greif und einem Bären, glaube ich, oder einem Löwen müsste es sein. Und deswegen ist der Greif damit bei. Das Problem, finde ich, an diesem Greif ist, du sagtest schon, toter Greif. Er sieht ein bisschen aus, als würde er gerade getötet werden. Ja, also ich sag mal so, ein Wappentier sollte ja, das steht ja für Dinge. Stärke, Freiheit, Unabhängigkeit, was auch immer, ne? Da sollten wir jetzt die Bedeutung eines Greifes wissen. Nee, aber ich sag nur, das Ding steht für, fütter kein Rattengift an Vögel. Und das ist halt einfach nicht das beste Wappentier, was mir einfällt. Ja, das ist halt nicht zu Unrecht nur der Kopf zu sehen, glaube ich. Vor allem sieht es auch so aus, als wäre nicht mehr viel übrig außer dem Kopf. Weißt du? Das ist ja. Denn der macht ja. Der Greifer haben ja immer so eine, das ist ja wie. Ja, so ein Aasfresserkopf. Das Logo ist nichts, tut mir leid. Das ist nichts für mich. Ich gehe ins Zweitunterste, das ist für mich ein Bierdeckel-Fail. Ich finde es nicht schlecht. Ich mag den Greif nicht. Ich mag aber das schlichte Schwarz. Also, mir wird immer vorgeworfen, dass ich bei den einen sage positiv schlicht und bei den anderen negativ schlicht. Aber es gibt ja das beide. Ja. Also, es gibt ja schlicht, was schnell langweilig wird. Und hier finde ich die Schlichtheit gut. Dazu noch das SCF unten rechts. Ich gehe ins Mittlere, in die grüne Welle. Finde ich fair. Das nächste ist RB Leipzig. Und viele Leute sagen, Nico, warum rankst du RB Leipzig, ohne groß drüber nachzudenken, ins unterste Tier? Und die Antwort ist, weil sie da hingehören. Ganz unten. Aber hier ehrlich gesagt, es ist optisch kein verkehrtes Logo, aber es ist RB Leipzig ganz da unten. Ich habe in den meisten Fällen versucht, wirklich alles auszuklammern und nur aufs Design zu achten, aber wenn wir hier... Aber die provozieren dich doch auch, oder? Hast du doch vorhin erzählt. Die Beine von den Bullen. Mir fällt auf, dass sie es geändert haben. Vorher hatten die so, ja, wie so eine Speedspur, also wie so ein Schweif hinter dir, weil sie so schnell aufeinander zurasen. Und der war extrem lang. Und deswegen musstest du das Logo immer ganz klein machen, damit es irgendwo reinpasst. Hm. Das haben sie scheinbar verkürzt. Ich habe mich versucht, frei zu machen von jeglichen Bedeutungen bezogen auf die Clubs. Aber hier haben wir halt einfach das Markensymbol von der Firma. Und denk dir aber die beiden mal weg und guck dann aufs Symbol, weil dann sieht es einfach nur aus wie wirklich Paint, ne? Die Bullen machen das Logo erst ansehnlich, finde ich. Weil der Ball sieht... Also der Ball sieht lappig aus. Ja. Sorry, das ist einfach ein Kinderball, der da im Hintergrund ist. Finde ich auch. Also der Schriftzug, das ist relativ unspektakulär. Ich gehe nicht ganz nach unten, weil tatsächlich die Bullen machen daraus ein etwas besonderes... Zweitniedrigste, dritte? Ich gehe ins Zweitunterstes, ich gehe in... Den Bierdeckel-Fail. In den Bierdeckel-Fail. So ist es. Weiter geht's beim Rekordmeister aus München. Ich frage mich, ob ich das schon so lange kenne, so häufig gesehen habe. In meinem Kopf ist das iconic auf jeden Fall. Das ist iconic. Ne? Ich finde schon. Ich finde ganz witzig, dass oft Bayern-Fans nicht wissen, dass das Bayern-Logo auch mal ganz anders aussah. Ja, die hatten ja mal so ein blauen, einfach ganz normales Blau. Die allerersten waren richtig wild im Vergleich zu heute. Geil fand ich das so zu Gerd Müller, Uli Hoeneß-Zeiten, wo es noch so oval war. Ja, und trotzdem ja schon mit denselben Farbkombinationen. Genau. Ne? Ja. Und sie haben es immer weiter, finde ich, auch verbessert und in den letzten Jahrzehnten kaum noch geändert. Ein paar Kleinigkeiten. Ich glaube, der blaue Ring ist. Ja, das kann sein, dass der neu ist. Ja. Ob vielleicht mal die Ü-Punkte vielleicht wurden bestimmt mal modernisiert oder mit diesem einen Ding nur in der Mitte. Wahrscheinlich. Also, ich lasse dir den Vortritt, aber es ist. Ich gehe ganz nach oben. Ja? Ja, ganz nach oben. Das ist einfach ein ikonisches Logo für mich. Und wie gesagt, es kann durchaus sein, dass ich das sage, weil ich das so häufig gesehen habe und seit 1000 Jahren gesehen habe, aber so fühlt sich's für mich halt, da fühlt sich's richtig an für mich. Naja, aber es wird halt nicht viel verkehrt gemacht. Es ist zwar rund, so nichts Spektakuläres, aber es sind die Landesfarben. Aber rund ist eine der besten Formen, die es gibt. Es ist von den Standardformen die beste. Ja, würde ich auch sagen. Ist halt die Frage, was man zu Standardformen. Ich sage, die klassische Wappenform finde ich auch immer nicht schlecht. Nee, die finde ich meistens nicht gut. Wird halt schlecht umgesetzt von den Leuten da draußen. Ja, okay. Aber rund, finde ich, geht eigentlich immer. Sie haben die bayerischen Farben mit dabei, das bayerische Logo mit den Rauten, die Vereinsfarben mit drin. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ins Zweitunterste. Ins Zweitunterste? Was? Oberste. Oberste, Entschuldigung. Seifenschneider. Ich gehe in den Seifenschneider, weil, ja, es ist ikonisch, aber ja, es reicht mir nicht ganz. Wir sind bei der nächsten Borussia, das ist die aus Mönchengladbach. Das Logo, wie man es kennt, ist schwarz und weiß.
Ich find's super. Es ist ein super Logo. Ich find's mega gut. Oberste Tier? Ja. Sollen wir gar nicht weiter kurz drüber reden? Wir sind doch eh schon lange unterwegs. Kurz vielleicht einfach schwarz-weiß. Schwarz-weiß aber so geil umzusetzen mit verschiedenen geometrischen Formen. Dazu eine geile Raute. Einfach nur das B in der Mitte. Gut reingepackt. Absolut super. Oberste Tier. Und wir sind auf dem Hotstreak, denn jetzt kommt der erste FC Köln. Und viel weiter runter geht der bei mir auch nicht, kann ich schon mal verraten an dieser Stelle. Du hast ja wieder Logos durchgeschaut vorhin bei Köln, glaube ich auch. Mhm. Findest du das das Beste, was du da gesehen hast? Ich finde es ganz spannend, dass sie vorher das Logo, auf dem der Geistbock steht, so als normales Logo, glaube ich, oder so ähnlich hatten. Mhm. Und jetzt den Geistbock, der sich da oben drauf stützt. Ich finde... Ciao. Aber zum Glück haben wir keine Folie drauf. Lala. Oh, gehört ja der Firma, ne? Ja. Der Geistbock, also es ist die besonderste, am meisten außergewöhnlichste Form, sagen wir es so, von allen Logos. Weil es gar keine Form ist mit dem Geistbock. Weil es gar keine Form natürlich, weil es ein Geistbock, der sich auf ein Logo lehnt, ist. Das macht, also ich kann da wirklich so richtig klar, der lehnt sich nur drauf. Ja, was macht er denn sonst? Weiß ich nicht. Also, oh Gott, was ist denn los mit dir? Ich sag gar nichts, ich weiß auch nicht. Vielleicht geht dieses Video einfach niemals raus, Leute. Könnte passieren. Zweitoberste für mich. Kann ich direkt sagen. Weil ich finde es trotzdem gut. Mir gefällt es. Ich finde das den Kreis und das Köln-Ding eh mega geil. Der Geistbock gehört dazu. Zweitoberste Tier. Let's go. Geistbockjagd. Es ist bei mir ähnlich wie bei der Hertha. Ich finde es schön, dass es mal was anderes ist, was Besonderes ist. Aber ich finde, es gibt mir einfach nicht viel. Ich finde auch das Logo, auf dem er stützt, also die Schrift da drin, nicht so geil. Ich gehe ins Mittlere. Ja, grüne Welle? Ja, ich kann weder nach oben noch nach unten. Die grüne Welle. Ohne sie hätte ich vom Leben Schiss. TSG Hoffenheim. Das dürfte doch wohl das langweiligste Logo der Bundesliga sein. Nee, aber die Form musst du ja vielleicht einigermaßen mögen, oder? Nee, weil ich will ja nicht, das ist ja von Apple jetzt hier quasi mit den angelehnt, mit den abgebissenen Seiten. Ich meine ja die klassische Form, ja? Ich brauche also nicht oben diese, das sieht ja aus wie eine Brosche. Das sieht ja was, wie sich deine Großtante ansteckt irgendwie an Weihnachten. Also jetzt nicht deine explizit, eure Großtanten, von denen rede ich. Nee, komm, also zweitunterste Tier. Das ist vor allem diese Schrift, findest du bei Word. Null Mühe, das ganz dicker, die Form findest du bei Paint, die Schrift findest du bei Word. Dafür wurde kein kostenpflichtiges Programm geladen, das sage ich mal. Da hat niemand Geld für bezahlt für das Logo. Wir hatten ja nichts. Ja, wir hatten ja nichts damals in Sinsheim. Zweitunterste, sag ich. Für mich ist das ein Bierdeckel-Fail. Und gerade so, Alter, das ist mit einem Fuß auf jeden Fall im abgerissenen Sticker. Ich gehe mit zweitunterste. Für ganz unten ist es nicht hässlich genug, weil es ist zwar ultra langweilig, aber es ist nicht hässlich. Nö, ist es nicht. Es tut mir nicht weh in den Augen. Nein, das auch nicht. Der VfB Bochum, das Logo kommt her im wunderbaren Flutlichtblau. Ich möchte dir einmal... Ich wische mal hin und her. Es ist nah beieinander. Wie groß ist der Unterschied so rein ästhetisch zwischen Hoffenheim und... Digga, die haben sich ja richtig inspiriert lassen, die TSG. Die haben einfach nur die Seiten umgedreht mit Weiß und Blau. Bochum kommt ins gleiche Tier. Es muss ins gleiche Tier in meinen Augen. Es ist wieder so eine Standardform. Viel besser. Das ist eine Wappenform. Ja, aber eine langweilige Wappenform. Das ist viel besser. Es ist eine lang. Das eine war Areal, das andere. Hier das ist jetzt VfL Times New Roman. Guck mal, wie die VfL da links schreiben, guck mal, wie die TSG schreiben. Das ist doch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich finde es nicht schön, wie sie das VfL schreiben. Klar, es ist ein bisschen mehr Mühe gegeben als beim Hoffenheim-Logo, aber es muss ins Gleiche, weil es ist auf einem ähnlichen Ödheitslevel für mich. Nee. Zweitoberste. Safe. Das ist ein Seifenschneider, der gehört ganz oben rein für mich. Also der Unterschied ist doch marginal. Ja, aber alles, was Hoffenheim schlecht macht, machten die gut. Und das reicht ja dann. Okay, für zwei Höhe. Ja. Weiter geht's und damit neigen wir uns. Wie weit sind wir? Noch vier Logos to go. Mainz 05. Ich gehe ganz nach unten. Ganz nach unten? Ich gehe mal direkt vorweg. Ich gucke da rauf und mir wird schwindelig. Das sieht aus wie das Gesicht einer Wespe. Das sieht aus wie der Kopf von Magneto. Das sieht aus wie ein Spartanerhelm. Ich verstehe es nicht. Es macht mich... Es ist oddly terrifying für mich. Und deswegen muss ich ganz nach unten. Ich gucke, ob wir uns vielleicht irgendwie andersrum angucken können. Die 0 ist anders gekrümmt als die 5. Aber das sind wieder so Feinigkeiten, weswegen Leute sagen, ich bin pedantisch, was das angeht. Manche Logos sehen ja wirklich anders aus, wenn man so umdreht. Zum Beispiel das Chicago Bulls Logo sieht aus wie ein Roboter und eine Krabbe, wenn man es umdreht. Kann ich jedem empfehlen an dieser Stelle. Stimmt, das hätte ich auch mal gerne. Ja. Das Logo sieht, wenn man es umdreht, sieht es aus wie das umgedrehte Mainz-Logo und das macht es nicht viel besser.
Das Ding ist ja, dass in der Mitte soll ja wohl ein M sein, oder? Ja, gehe ich davon aus, aber es ist eigentlich kein Mensch schreibt eine M so. Nee, du musst es ja nicht so schreiben, aber das sieht ja nicht mal schön aus. Für mich reicht es nicht für ganz unten, sondern, glaube ich, tatsächlich eine grüne Welle. Oh, nee, eins drunter. Das ist auch ein Bierdeckelfeld. Ich glaube, ich habe viele Bierdeckel heute, ne? Ich bin gerade auf einer Welle unterwegs, und zwar der Hasswelle. Und jetzt kommt Wolfsburg. Auch nach unten, ganz nach unten. Das ist aber auch wirklich nix. Da waren die alten Logos besser bei Wolfsburg. Ja, und wir haben über die alten Logos gesprochen, wo das W dann, wo das Türme waren. Mhm. Und da meintest du, ja cool, haben sie aus dem Stadtlogo oder aus dem Stadtwappen von Wolfsburg. Haben sie auch, aber da sind es zwei. Und dann haben drei genommen. Und dann waren es hier drei. Das letzte ist für den VW Tower oder sowas. Wahrscheinlich. Ja. Nee, Entschuldigung. Das ist einfach ein W, was in meinen Augen, nach meinem persönlichen Geschmack, überhaupt nicht gut aussieht. Das ist kein schönes W. Umgedreht aber ein super M. Da könnten die Mainzer mal hingucken können. Ja, das ist ein besseres M als das Mainzer M. Ja. Und dann, auch hier natürlich macht mich kirre, dass es ein weißer Kreis ist, der so halb in einem, in einem grünen Kreis liegt. Weißt du? Verstehe ich. Dass so ein Stückchen da rausguckt. Du kannst, dieses Logo ist so übertrieben generisch, dass es von jeder einzelnen Seite wie ein anderes Logo aussieht. Ey, ohne Scheiß, das ist ein Stromanbieter. So, das ist ein Ökostromanbieter. Und wenn du es nochmal umdrehst, ist es ein B, dann ist es ein Eishockey-Club. Das ist ein Eishockey-Team. Das ist ein Eishockey-Team. Ich wusste an Volleyball. Ja, aber auch okay, aber das ist ein Sportlogo. Ja. Okay, wow. Und das ist ja wirklich. Ja, das ist entweder die vegane Reihe eines Fastfood-Herstellers. Ja, oh ja, sehr gut. Also so ein veganes Fastfood-Restaurant? Ja, das ist es. Ja. Ja. Und eins mit so einem verspielten Namen, so einem bescheuerten, das dann Mac heißt, ne, angelehnt an eine große Fastfood-Kette und dann irgendein bescheuertes Wortspiel im zweiten Wort. Das ist es. Fällt mir gerade leider. Ich auch nicht, ich versuche es, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, absolut. Mac Hirsing oder sowas. Hirsing ist ja gar Mac Hirsing. Super Wortspiel auf jeden Fall. Was ist denn Hirsing? Einfach nur ein Nachname, ne? Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ihr wisst, wofür ihr herkommt, Leute. Ey, aber Quality Content. Nee, aber da müsste es ja dann so rum sein. Mac Wirsing. Das ist der Mac Wirsing, präsentiert vom VfL Wolfsburg. Und das geht für dich ins unterste Tier? Ja. Geht gar nicht. Ich gehe mit. Und das ist dir. Das ist nicht nur langweilig, das ist auch nicht gut. Die Arminia aus Bielefeld stellt die zweite Flagge dieses Rankings. Und außenrum ein Lorbeerkranz, sehe ich das richtig? Ja, ein Lorbeerkranz. Ich mag Lorbeerkränze als Symbol. Mhm. Finde ich schön. Ist auch ein Zeichen von Lorbeeren. Sieg. Ah. Ich glaube, aus dem Römischen Reich, oder? Ja, ja, ja. Aber ist auch ein Zeichen von Lorbeeren, weil du brauchst Lorbeeren, um Lorbeerkranz zu machen. Absolut. Ja. Lorbeeren sind auch nur dafür bekannt, glaube ich, einen Kranz draus zu machen. Du kannst Lorbeeren... Oh, als Gewürz. Genau. Lorbeerblätter, stimmt. Aber ein bisschen gefährlich. Man sollte ja nicht auf den Blättern rumkauen. Die muss man eigentlich wieder rausnehmen. Die muss man rausnehmen, weil die sind fürs Aroma. Aber zum Beispiel in eine Spaghetti Bolognese kann man durchaus mal ein Lorbeerblatt mit reinfeuern, zwischenzeitlich. Mhm. Ja. Kann man. Sehr gut, ja. Weiß nicht, ob man sollte. Oder auch als Logo-Designer von Arminia Bielefeld. Ja. Und das meine ich übrigens, das ist kein schlechtes Logo. Nö, aber wenn man mal ganz genau hinkommt, auch wie das A aussieht, als hätte da ein kleines Kind mit einem Pinsel ein A gemalt, dann diese Fahne, dieser Wappen, der da so irgendwie ganz kläglich so in der Luft flattert. Ja. Das ist designtechnisch jetzt nicht gerade anspruchsvoll. Also ist wenn kein man guckt, was da draußen so für aufwendig geil designte Logos unterwegs sind und dann kommt Arminia Bielefeld. Die Fahne ist auch nicht verteut, ne? Die ist einfach quasi, die fliegt jeden Augenblick weg, wenn ich das sehe. Das stimmt, die ist so. Hat Hertha die Fahne festgemacht? Da gucken wir nochmal drauf. Ja, die haben so eine halbe Schlaufe. So, drin. Hertha hat nämlich eine Schlaufe drum, ja. Die haben das Ding festgemacht. Aber bei der Arminia ist es scheinbar, da kennt man keinen Wind auf der Da sind gar keine Details drin. Ich finde es aber trotzdem kein schlechtes Logo. Für mich geht's. Es muss in die Mitte maximal. Ja. Nee, grüne Welle. Also ja, drüber grüne kann ich Welle. Nicht gehen. Nee, drüber geht's nee, auch weißt nicht. Du was? Das ist auch ein Bier. Nee, das ist eine grüne Welle. Grüne Welle. Das ist eine grüne Welle. Vorletztes Logo. Bayer 04. Leverkusen. Vorletztes? Benannt. Nee, letztes. Benannt die Stadt übrigens nach Karl Leverkus. Wissen die wenigsten. Wissen die wenigsten. Ist aber so. Soll ich voranschießen? Ja, mach mal bitte. Das wäre ein Banger-Logo. Hm. Ein wirklich perfektes Logo. Wenn das in der Mitte kein großer Pharmaziekonzern und dann Bayerkreuz geht's weiter. Wäre. Ja. So, das ist halt. Die Löwen sind geil, finde ich. Ich finde die Farbkombi geil. Aus Rot, Schwarz, Weiß und vor allem dann Gelb. Schön Akzentfarbe. Reingemogelt, ja. Finde ich super. Aber das in der Mitte sieht halt aus wie eine Tablette von Bayer. Aber ich finde es treu. Ich finde es schon auch gut, muss ich sagen. Und ich werde sogar überraschend hochgehen, glaube ich.
Das ist Seifenschneider für mich. Obwohl da Bayer 04, Bayer Leverkusen drin steht. Das ganz ehrlich, gefällt mir irgendwie. Wie gesagt, ich habe ja versucht, mich möglichst frei zu machen. Aber bei zwei Mannschaften, wo halt wirklich offensichtlich eine Firma das Ganze beeinflusst. Gut, so. Bestrafst du direkt. Ich würde ganz nach oben gehen, wenn in der Mitte irgendwas anderes wäre. Ja, okay. Was cool ist. Wo gehst du hin? Ins Zweit. Habe ich wieder unten gesagt? Nee, oben. Ich würde ganz nach oben gehen, weil es geil ist, weil es ein geiles Logo ist. Aber du gehst ins Zweitoberste. Aber ich gehe ins Zweitoberstes. Da sind wir uns einig. Ich habe den auch in Seifenschneider gepackt. Wir sind uns bei den meisten einig. Das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Und ich vermute, die Community auch nicht. Aber natürlich lasst uns gerne noch mal wissen in den Kommentaren, was ist euer Ranking. Hier seht ihr unseres. 4,5 Jahre hier und ich meine immer noch die Soundeffekte selber. Da hätte man auch mal dran arbeiten können. Ja, aber ich bin wieder eine von Police Academy. Wir können die auch mal... Ich kann alle Geräusche machen mit dem Mund. Ja. Ja, alle. Hast du den gesehen, dass der jetzt in dieser neuen Sendung war, wo es darum geht, hier, nicht zu lachen? Ja, 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 da ist der auch. Also ich bemühe mich hier immer keine Marken. Das ist keine Marke. Diese heißt, hat einen vollen Namen. Die Abkürzung ist keine Marke. Ja, stimmt. Das ist richtig. So ist es nämlich, Freunde. Das war unsere Tierlist für heute. Wir haben alle Dingsbums gerankt. Logos. Wappen aus der Bundesliga. Und Logos. Wir haben eventuell was rausgeschnitten. Vielleicht auch nicht. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Tschüss.